Oh nein, schon wieder ein Kilogramm schwerer geworden. Obwohl eigentlich müsste ich sagen, ein Kilogramm mehr Masse bekommen. Vielleicht verdrehst du jetzt gerade die Augen, weil du den Unterschied nicht kennst. Noch. Viele Menschen glauben ja, dass Masse und Gewicht das gleiche sind. Wird ja beides in Kilogramm gemessen. Aber das ist falsch. Übrigens beides. Gleich wirst du erkennen, warum. Am besten ist es, wenn wir uns ansehen, wie die Begriffe definiert sind. Masse ist die Menge an Materie, aus der ein Objekt besteht. Etwas vereinfacht könnte man das gleich der Anzahl an Elementarbausteinen setzen. Je mehr Bausteine, desto mehr Masse. Ganz einfach. Mit dem blöden Haken, dass es verschiedene Elementarbausteine gibt und diese leider auch ihrerseits unterschiedlich viel Masse haben. Elementarbausteine haben per Definition keine innere Struktur, sondern sie sind die innere Struktur. Früher hat man gedacht, diese Elementarbausteine wären Atome. Inzwischen wissen wir, dass auch Atome aus noch kleineren Objekten zusammengesetzt sind. Und diese sind wiederum, ach, das führt jetzt hier zu weit, bleiben wir einfach beim Begriff Bausteine. Die Masse ist damit vom Ort unabhängig. Eine 100 Gramm Tafel Schokolade ist überall eine 100 Gramm Tafel Schokolade. Hier in Deutschland, aber auch in den USA, am Nordpol oder auf dem Mond, ach egal wo. Die Schokoladenmateriemenge ändert sich ja nicht. Aber im Weltall ist die Tafel schwerelos. Die Materie ist noch vorhanden, aber sie hat kein Gewicht mehr. Auf dem Mond hatte sie noch Gewicht, allerdings viel weniger als auf der Erde. Was ist denn nun Gewicht? Antwort: eine Kraft. Genauer gesagt, die Schwerkraft auf diese Masse. Oder noch besser formuliert, die Gravitationskraft, mit der die Erde oder der Mond oder ein anderer Himmelskörper die Masse anzieht. Damit hängt das Gewicht vom Ort ab. Der Ort bestimmt, wie stark meine Masse von etwas anderem durch die Gravitation angezogen wird. Und in welche Richtung übrigens auch. Nehmen wir die Standardeinheit der Masse, 1 Kilogramm. Das sind 10 Standardtafeln Schokolade von jeweils 100 Gramm. Wie stark wird dieses eine Kilogramm nun angezogen? Da Gewicht physikalisch gesehen eine Kraft ist, messen wir sie mit einem Kraftmesser und geben sie in Newton an. Natürlich wäre es schön einfach, wenn ein Kilogramm Masse auch mit 1 Newton Kraft von der Erde angezogen werden würde. Allerdings hat der gute Sir Isaac die Einheit etwas geschickter und auch allgemeiner festgelegt. Auch das ist jetzt nicht unser Thema, wir messen einfach nur. Und stellen fest, 1 Kilogramm Schokolade wird mit 9,81 Newton Kraft angezogen. Das schwankt tatsächlich leicht von Ort zu Ort. Also nicht zwischen Hamburg und München, aber am Äquator sind es nur etwa 9,78 Newton und an den Polen 9,83 Newton. Doch überall auf der Erde sind es rund 9,8 Newton. Auf dem Mond hingegen ist das Gewicht von 1 Kilogramm Masse nur 1,6 Newton. Gott sei Dank ist die Menge an Schokolade immer noch die gleiche, zumindest wenn der Astronaut nicht unterwegs genascht hat. Masse und Gewicht sind zueinander proportional. Sind wir wieder auf der Erde, so hat 1 Kilogramm Masse, wie schon gesagt, 9,8 Newton Gewicht. Wenn ich 2 Kilogramm Masse habe, wird sie mit der doppelten Kraft von der Erde angezogen, also 19,6 Newton. Und wenn ich 10 Kilogramm Masse habe, mit der zehnfachen Kraft, sprich 98 Newton. Daher kann man mit der folgenden Formel aus der Masse das Gewicht ausrechnen. Fg, F steht dabei für Kraft und G für Gewicht, Fg ist gleich M mal G, mit G gleich 9,81 Newton pro Kilogramm auf der Erde. G nennt man passenderweise den Ortsfaktor. Auf dem Mond ist entsprechend G gleich 1,6 Newton pro Kilogramm. Zusammenfassung. Masse ist die Menge an Materie. Sie wird in Kilogramm gemessen. Gewicht ist die Anziehungskraft durch die Gravitation, meistens von der Erde erzeugt. Das Gewicht wird in Newton gemessen. Masse ist vom Ort unabhängig, das Gewicht hingegen kann sich je nach Ort verändern. Warum nur verwechseln viele Menschen Masse und Gewicht? Weil Masse direkt schlecht messbar ist. Wenn ich jetzt zum Beispiel zum Metzger gehe und 500 Gramm Hackfleisch verlange, dann nimmt er die Waage und patscht das Zeug einfach da drauf. Die Waage misst eigentlich das Gewicht. Aber da die beiden Größen ja proportional zueinander sind, kann man die Skala auch gleich so einstellen, dass die zu dem Gewicht passende Masse direkt angezeigt wird. Damit gilt die Waage natürlich nur auf der Erde. Sie müsste eigentlich einen entsprechenden Warnhinweis tragen, damit ein Metzger, der etwa auf dem Mond ist, nicht eine völlig falsche Masse abmisst. So in etwa. Naja, bislang waren aber auch nur Astronauten auf dem Mond und die wissen das. Schwierig wird es, wenn es in etwa 100 Jahren zum Beispiel eine Weltallmetzgerei in einer Raumstation gibt. Da schwebt ja alles. Der Metzger, der Kunde, die Waage
und ein großer Ballen Hackfleisch. Wie kann man denn jetzt eine 500 Gramm Masse davon abmessen? So, und mit diesem schönen Gedankenrätsel lasse ich euch jetzt einfach mal alleine. Es gibt mehrere Lösungen, mal mehr, mal weniger elegant. Viel Spaß beim darüber nachdenken und tschüss.